Eigentlich wollte ich diese Woche mein bereits abgedrehtes Video, in dem ich verschiedene Challenges auf DMT und nüchtern ausführe, um zu schauen, ob ich high oder nüchtern besser performe, hochladen. Aber dann wurde vor ein paar Tagen die 13-Fragen-Folge veröffentlicht, bei der ich einer der diskutierenden Gäste war. Weshalb ich dazu nochmal einige Statements droppen wollte. Das Diskussionsthema der Folge war Identitätspolitik und ich stand auf der Seite der Leute, die der Meinung waren, dass Identitätspolitik spaltet. Übertriebene Identitätspolitik ist unter anderem der Grund, warum sich immer mehr Menschen, die sich bisher immer als links sahen, sich nicht mehr als links sehen, weil sie keinen Bock mehr auf das Ganze haben. Was ist Identitätspolitik? Identitätspolitik bezeichnet eine Zuschreibung für politisches Handeln, bei der Bedürfnisse einer spezifischen Gruppe von Menschen im Mittelpunkt stehen. Angestrebt werden höhere Anerkennung der Gruppe, die Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Position und die Stärkung ihres Einflusses. Das hört sich auf den ersten Blick ja gar nicht mal schlecht an. Wenn ich also auf dieser Seite stehe, bin ich also dann dagegen, dass sich beispielsweise People of Color gegen Rassismus einsetzen, weil das spaltet? Natürlich nicht, aber es gibt viele Leute in der heutigen Zeit, die eine Identitätspolitik betreiben, die über eine Gleichberechtigung von allen Menschen hinausgeht. Zum einen sind das natürlich die sehr rechts eingestellten Leute, die auch eine Form von Identitätspolitik betreiben. Und ja, das tun sie, womit Emilia ja auch am Anfang der Sendung konfrontiert wird. Kann Identitätspolitik nur von Minderheiten kommen? Ja. Weil es ist auf keinen Fall möglich, zum Beispiel die White Power oder die Neonazi-Bewegung mit identitätspolitischen Bewegungen von Minderheiten zu vergleichen. Ja, es ist zwar ein Unterschied, ob sich Minderheiten gegen Diskriminierung einsetzen oder ob Neonazis verbreiten, dass weiße Menschen überlegen sind, aber es ist trotzdem Identitätspolitik. Die Definition von Identitätspolitik passt halt auch auf rechtes Gedankengut, denn nirgends in der Definition ist enthalten, dass sich hierbei um Minderheiten handeln muss. Und auch bei Wikipedia ist von linker und rechter Identitätspolitik die Rede. Die Forderung, dass nur weiße Menschen Macht haben sollen, ist Identitätspolitik von rechts, sehr weit rechts, die sich für eine Stärkung des politischen Einflusses einsetzt, welche ich natürlich ablehne. Das eben aufgezählte ist die Art von rechter Identitätspolitik, die ich nicht befürworte. Aber in der Sendung ging es primär um die Kritik an linker Identitätspolitik, die definitiv auch zu weit gehen kann. Sich gegen Diskriminierung stark zu machen, ist eine gute Sache, aber viele linke Identitätspolitik-Fanatiker versteifen sich so sehr auf die Identität, dass sie teilweise aus jeder Ungleichheit eine Ungerechtigkeit bzw. Diskriminierung machen. Ein beliebtes Toolkit bei ihnen ist es, bei Diskussionen mit weißen Menschen wie mir nicht auf Argumente einzugehen, sondern die Diskussion damit zu beenden, dass sie mir sagen, dass ich ein heterosexueller weißer Mann bin. Das ist mir direkt nach der Veröffentlichung des Beitrags mehrmals passiert. Hier ist beispielsweise ein Chatverlauf mit einer BIPOC. Die hat mich erst in einer Story markiert und geschrieben, was ich für einen uninformierten Müll rede. Dann habe ich nachgefragt, welche Info mir denn entgangen ist, woraufhin sie dann kritisiert hat, dass ich in der Sendung die Aussage von Emilia hinterfragt habe, dass alle AfD-Mitglieder sie gerne tot sehen wollen würden. Worauf ich dann Infos darüber gefordert habe, dass angeblich alle AfDler Leute wie Emilia tot sehen wollen. Worauf dann nur die Antwort kam, dass ich einfach nur ein weißer Mann bin und aus der Rolle nicht raus will. Wie komme ich nur auf die Idee, dass Identitätspolitik spaltet? Danach hat sie mich natürlich blockiert. Mit dem Vorwurf, dass ich mich nicht richtig informiert habe, habe ich natürlich schon gerechnet. Was macht denn da der Drogenheini bei der Diskussion zu dem Thema? Der hat ja keine Ahnung, der soll sich mal informieren und ein Buch lesen. Diese Leute schreiben, dass man sich informieren soll und meinen damit eigentlich nur, dass man sich hauptsächlich Leute anhören sollte, die die eigene Meinung bestätigen. Fakt ist aber, dass ich tatsächlich ganz gut über das Thema informiert bin. Ich habe mir Videos und Bücher zu dem Thema gegönnt. Wenn es beispielsweise um das Thema Rassismus geht, habe ich mir allerdings nicht nur eine Alice Hastas gegönnt, sondern auch einen Coleman Hughes oder einen Thomas Sowell. Letzteres
letztere haben mich halt argumentativ etwas mehr überzeugt. Gestern erst habe ich mir das Buch Die Selbstgerechten von Sarah Wagenknecht gegönnt, was auch sehr gut die fanatische Identitätspolitik der Linken kritisiert. Außerdem in diesem Zusammenhang spannend das Buch The Righteous Mind, welches sehr gut belegt, warum unsere Meinungen und Aussagen sehr viel weniger auf Rationalität beruhen, als wir denken. Also für die Leute, die auf dem argumentativen Level von informier dich bleiben wollen, Spiegel informier du dich, aber bei den Leuten, die meine Meinung vertreten. Kommen wir dann noch zu dem Punkt, dass viele linke Identitätspolitik-Fanatiker Probleme sehen, wo keine sind, beziehungsweise wo sie extrem überdramatisiert werden. Damit möchte ich nicht in Abrede stellen, dass es noch Rassismus und Sexismus gibt. Aber manche Leute finden überall Sexismus und Rassismus. Hierzu empfehle ich auch die Analysen von den Space Frogs oder von KuchenTV zu einigen TV-Beiträgen, wo einfach mit falschen Fakten oder Logik gearbeitet wurde und angeblicher Sexismus und Rassismus gefunden wurde, wo keiner ist. Man weiß keine drei schwarzen Wissenschaftler, Rassismus. Nee. Bioprodukte, die schwarze Menschen drauf haben, Rassismus. Das ist übrigens mein Liebling. Es gibt in Supermärkten kaum Make-up für Schwarze, die nur ca. 1% der Bevölkerung in Deutschland ausmachen. Rassismus. Das weiß ich schon, dass das sehr schwer wird. Die Farbe von Pflastern. Rassismus. Und das war das Dunkelste, was ich jetzt gefunden habe. Man fragt aufgrund der Hautfarbe etwas genauer nach der Herkunft. Sehr rassistisch. Wenn du im Alltag stets danach gefragt wirst, wo du herkommst. Die Bauweise eines Autos. Sexismus. Ja, irgendwie. Irgendwie passt das hinten und vorne nicht für mich. Wikipedia, sehr sexistisch. Und wie sexistisch es in der größten Online-Enzyklopädie der Welt zugeht. Und daran, dass solche fragwürdigen Aussagen in TV-Beiträgen und Zeitungsartikeln zu finden sind, merkt man, dass ein signifikanter Teil der Identitätspolitikbewegung solche skurrilen Ansichten hat. Es sind nicht nur irgendwelche Spinner auf Twitter. Und das ist nicht nur im deutschen Raum so. Ein gutes Beispiel von völlig aus der Bahn geratenen Identitätspolitik sieht man auch bei den Oscars. Da steht es jetzt nicht mehr nur im Mittelpunkt, wie gut ein Film ist, sondern jetzt ist es sehr wichtig, wie divers ein Film ist. Ja, obwohl seit 2014 mindestens alle 2 Jahre der Oscar für den besten Film an einen Film ging, bei dem Epochs im Mittelpunkt standen, war es ihnen immer noch zu undivers, sodass sie Diversregeln eingeführt haben. Könnt ihr nachvollziehen, dass über Jahre kein einziger Superheldenfilm für den besten Film nominiert wurde, nicht mal The Dark Knight, aber dann plötzlich als einziger Superheldenfilm Black Panther? War es wirklich, weil der Film im Vergleich zu anderen Superheldenfilmen herausragend gut war, sodass es er als erstes verdient hat? Oder hat hier etwas anderes eine Rolle gespielt? Oscars sind für mich ein klares Beispiel für absurde, spaltende Identitätspolitik. Ja, zum Thema Identitätspolitik und Filme kann man noch ein eigenes Video machen. Hollywood ist ja sehr, sehr woke und es gibt sehr viele Analysen, die zum Beispiel sehr gut begründen, inwiefern Identitätspolitik bzw. Wokeness die neueste Star Wars Trilogie kaputt gemacht hat. Viele kennen bestimmt auch schon das Video von den Space Frogs, warum eine Uni ihren Lehrer jagte, wo eine sehr linke Hippie-Uni sich einbildet, von Rassismus umzingelt zu sein und dann völlig eskaliert. Block me out of my way. Out of my way now. That's how whiteness works. Whiteness is the most violent fucking system to ever breathe. Unpopular Opinion, die meisten Leute heutzutage sind keine Rassisten und Sexisten. Aber wenn man den Maßstab so runterschraubt, dass grundsätzlich jeder Weiße, dass jede Mikroaggression, jede Frage nach der Herkunft, jeder Witz, der mit Stereotypen spielt, jede Verwendung eines politisch inkorrekten Worts, jede Form von Cultural Appropriation als problematischer Sexismus oder Rassismus gilt, dann könnte man meinen, dass wir in der sexistischen und rassistischen Zeit überhaupt leben. Eine Sache, die ich auch häufig beobachte, ist, dass die Identitätspolitik-Fans Equality of Outcome versuchen zu erreichen, anstatt Equality of Opportunity.
Community. Also auf Deutsch wollen sie anstatt einer Gleichberechtigung in Sachen Möglichkeiten eine meist zwanghafte Gleichsetzung durch Quoten beim Endergebnis. Für viele dieser Menschen würde Rassismus und Sexismus erst als vollständig bekämpft gelten, wenn jetzt beispielsweise im Fall von Sexismus bei jedem Vorstand gleich viele Männer und Frauen sind, als wäre hier eine Unterdrückung der Frau der einzige Faktor, der dafür verantwortlich ist, dass Frauen nicht in Führungspositionen und manchen Jobs sind. Ah, da muss man noch eine kleine Sache anmerken. Die wollen natürlich nicht bei allen Jobs eine prozentual gleiche Verteilung, sondern nur bei den Jobs, die Spaß machen, also die ganzen Drecksjobs, die auch von Männern überwiegend übernommen werden. Da wollen sie natürlich keine Gleichheit. Und ja, ich gestehe ein, dass es hier noch Menschen mit gesellschaftlichen Vorurteilen gibt, die keine Frauen in Führungspositionen sehen wollen. Und vielleicht erwartet man von Frauen andere Dinge und dagegen sollte man auch ankämpfen. Aber selbst wenn es solche Faktoren nicht gäbe, wäre es nicht gleich, weil es natürliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, die dafür sorgen, dass bei den Berufen nicht alles gleich verteilt ist. Und falls ihr daran noch zweifelt, habe ich eine sehr gute Doku in die Videobeschreibung gepackt, die das auf eine Weise darstellt, wo man das danach eigentlich nicht mehr abstreiten kann. We looked at babies who were one day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at and filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object and more girls look longer at the face, even on the first day of life. Mehr Männer interessieren sich für technische Sachen und mehr Frauen für soziale Berufe. Wie gesagt, auch teils gesellschaftlich, aber eben auch biologisch. Die Wissenschaft ist sich meiner Recherche nach einig, dass die Faktoren hier eine Mischung aus Nature und Nurture sind. Die Wissenschaft ist zu dem Schluss gekommen, obwohl politische Bewegungen versucht haben, Forschungen in die Richtung zu unterbinden. In den letzten 30 Jahren hat es bahnbrechende Forschungsergebnisse gegeben über die Tatsache, dass Männer und Frauen tatsächlich anders sind. Das war dummerweise zu einer Zeit, wo es politisch nicht opportun war, das offen zuzugeben. Das heißt, Doktorarbeiten zu diesem Thema wurden nicht genehmigt, Forschungsgelder wurden gestrichen, wenn man zu diesem Thema forschen wollte, etc. Es ist wirklich Irrglaube zu behaupten, dass Wissenschaft hier heute eine unabhängige, ergebnisoffene, sachliche Forschung betreiben kann. Dr. Deborah So schreibt in ihrem Buch The End of Gender, wie sie als Sexualforscherin und Neurowissenschaftlerin aus der Forschung von Identitätspolitik-Fanatikern rausgeekelt wurde, weil sie nicht mochten, zu welchen Ergebnissen die Wissenschaft kommt. Und wenn es darum geht, den Grad der Unterdrückung bei Religionen, Ethnien etc. rauszufinden, kann man auch nicht nur die Ungleichheit als Indikator nehmen, weil dort auch so viele Faktoren wie zum Beispiel Kultur eine Rolle spielen. But I've disputed the degree to which that is explanatory of the entire wealth gap. I was pointing to other factors that are more liable to being changed. Because we can't go back and undo redlining. Wenn in den USA die Tatsache, dass Schwarze durchschnittlich weniger verdienen als Weiße, einzig und allein auf Rassismus zurückzuführen ist, was bedeutet es dann, dass Asiaten am meisten verdienen? It's nevertheless true that behavioral patterns and values that are inculcated are different in different groups. And in Black kids routinely get accused of acting white in school if they take too much of an interest in school, if they're smart. Und lass mich gar nicht erst damit anfangen, wie sich das mit Religion und Einkommen verhält, weil sonst holt sich Attila Hildmann zu diesem Video hier einen runter. Zufälle spielen bei sowas ebenfalls eine große Rolle. Also, wenn jetzt in einer Studie rauskommt, dass in Vorständen mehr süddeutsche Zeitungsleser sind als Zeitleser, bedeutet es dann, dass die Zeitleser unterdrückt werden? Und ich sage, wie gesagt, damit nicht, dass es keine Diskriminierung gibt. Aber als es bei der Diskussion bei 13 Fragen um Unterdrückung ging, auch bei vielen Parts, die nicht reingeschnitten wurden, wurde als Beispiel dafür immer ungleiche Verteilungen bei Führungspositionen, Politik etc. angeführt. Und wenn man das als Maßstab nimmt, dann wird man nie eine Gleichberechtigung erreicht sehen. The cardinal sin, in my view, the mistake to make, is to look at a statistical disparity in some outcome, whether it's college graduation or income or wealth, and to assume that the groups you're comparing have the same behavioral patterns, so that whatever
whatever outcome that's disparate, it must be the case that somewhere along the line there is some kind of system, whether it's overt or not, that is discriminating against one or the other. Wenn man zum Beispiel thematisiert, wie bei der Wohnungssuche Leute mit ausländischem Namen schlechtere Chancen haben, dann ist das eine Seite, von der man die Problematik anpacken kann. Denn hier haben wir einen klaren Fall aus Sicht von Inequality of Opportunity. Kommen wir schließlich zu meiner Einstellung zur offenen Debattenkultur. Ja, ich fände Diskussionen mit AfD-Mitgliedern, Querdenkern, ISIS-Kämpfern durchaus interessant. Ich bin für eine rege öffentliche Diskussion mit allen Menschen und es herrscht immer mehr so eine Meinung von wegen so, ah, man darf mit den Leuten nicht reden, weil die sind zu rechts. So es gibt so eine Aufteilung zwischen gut und böse und auch dann kommt direkt die Kontaktschuld, sowas wie, er hat einmal mit dieser Person geredet, also ist er auch rechts. Und man sollte sich auch immer bewusst sein, dass es bei manchen Themen kein richtig oder falsch gibt. Natürlich kann man sich auch über die Fakten streiten, aber teilweise ist es auch eine Sache von unterschiedlichen Prinzipien. Also wenn es jetzt zum Beispiel ums Thema Corona oder sowas geht, natürlich kann man sich über die Fakten streiten, wie viel bringt welche Maßnahme. Aber selbst wenn wir uns einig wären bei den Fakten, gäbe es trotzdem unterschiedliche Meinungen, weil die Leute unterschiedliche Haltungen zum Thema Freiheit und Gesundheit haben. Emilia sagte dann in der Diskussion, dass ich doch mit der AfD reden könne, aber dass sie nicht mit Menschen reden wollen würde, die sie tot sehen wollen. Also du als Weißer kannst gerne mit Neonazis sprechen, mit AfD-Wähler und Wählerinnen sprechen. Ich möchte mich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die mich tot sehen wollen. Als also ich glaube nicht, dass sie dich tot sehen wollen. Lass mich bitte aussprechen. Weil das macht mich wirklich, also ich finde das so problematisch, dass es bagatellisiert wird, dass es so, oh, das ist eine Meinung wie eine andere. Och ja, AfD ist Teil des Diskurses. Nein, es gab hier in Deutschland ein Genozid, das genau auf diese Ideen basiert hat. Und sorry, da gehe ich nicht mit. Ich bin absolut kein Fan der AfD, aber zu behaupten, dass die AfD-Mitglieder Leute wie sie generell tot sehen wollen, geht aus meiner Sicht völlig an der Realität vorbei. Soweit ich das verstanden habe, ist die Sicht der AfD, dass man die Flüchtlingspolitik strenger regulieren sollte, weil bei manchen Flüchtlingsströmen eine überdurchschnittliche Kriminalität auffällig sei und Flüchtlinge aus gewissen Ländern aufgrund einer anderen Kultur schwieriger zu integrieren seien. Darüber lässt sich auch streiten, aber damit meinen sie keine aus Paris eingewanderte Frau, die fließend Deutsch und Englisch spricht. Natürlich, wenn man nicht mit solchen Leuten redet, dann ist es natürlich schwerer, zu dem Schluss zu kommen, dass die sie nicht tot sehen wollen. Und ich will auch gar nicht ausschließen, dass es Leute in der AfD gibt, die solche Denkweisen haben, aber mir sind keine Indizien bekannt, dass das eine Mehrheit ist. Es gibt viele unterschiedliche Leute in der Partei und nicht jeder in der Partei ist einem Höcke gleichzusetzen. Und man kann die AfD auch nicht mit der NSDAP gleichsetzen. Trotzdem lieben die Leute diese Gleichsetzungen. Jeder AfDler ist ein Nazi, aber wehe, man vergleicht die aktuelle Politik, die uns fast jede Freizeitaktivität, die nicht in den eigenen vier Wänden stattfindet, verbietet, mit einem autoritären System. Nein, nein, das geht gar nicht. Aufgrund meiner Einstellung zur Debattenkultur haben mir dann viele Leute Beispiele geschickt, in denen die AfD problematische Dinge gemacht hat, als wäre meine Position, dass die AfD eine fehlerfreie, gute Partei ist, obwohl ich nur gesagt habe, dass man mit denen reden kann und sie Emilia nicht tot sehen wollen. Dadurch, dass Emilia sagt, dass ich als weißer Mann mit der AfD reden kann und dass sie das als dunkelhäutige Person nicht kann, impliziert auch irgendwie, dass jeder Dunkelhäutige zu dem gleichen Schluss kommen würde. Aber so ist es nicht. Ein sehr geiles Beispiel ist Daryl Davis, ein Schwarzer, der regelmäßig mit KKK-Mitgliedern spricht und sie durch seine Gespräche häufig zu einem Austritt bringt. Solche Fälle motivieren mich, dass ich mich für eine offene Diskussionskultur einsetze. Wenn Daryl Davis auf diese "mit Nazis spricht man nicht" Leute gehört hätte, gäbe es ein paar mehr Nazis auf der Welt. Vor einiger Zeit gab es auch den Fernsehbeitrag AfD-Politiker trifft Migrant und das war ein völlig fruchtvoller, interessanter Austausch
Und es war nicht so, wie Emilia es annimmt, dass der Migrant dem AfDler erst seine Menschlichkeit darlegen musste. Und es ist nicht in meinem Interesse, zu versuchen, Menschen von meiner Menschlichkeit zu überzeugen. Des Weiteren wäre die Diskussion auch eine andere, wenn wir uns einig darüber wären, wer ein Nazi ist. Bei sehr linken Leuten ist ja jeder ein Nazi oder auf eine andere Weise problematisch. Studenten führten sich auf wie die Affen, weil Leute wie Bernd Lucke oder Christian Lindner bei ihnen einen Vortrag halten wollten. Immer wieder riefen Aktivisten am Mittwoch in einem Hörsaal des Uni-Gebäudes "Hau ab!". Einige bewarfen den Wirtschaftswissenschaftler mit Papierkugeln. Man muss die Leute nicht feiern, aber wenn solche Leute in deren Augen schon so problematisch sind, dass man nicht mehr mit ihnen reden sollte, dann setze ich lieber keine Grenze und gehe dann bewusst das Risiko ein, dass man sich vielleicht mit wahrlich indiskutablen Menschen unterhält. Und mich interessiert auch wirklich, wie die Leute zu ihren Ansichten kommen. Wie wird man zu einem ISIS-Kämpfer? Wie wird man zu einem Nazi? Wie wird man linksradikal? Da hat jeder so seine eigene Geschichte und Antworten. Durch das Studieren dieser Antworten lässt sich auch am ehesten analysieren, wie man das Bilden von radikalen Meinungen reduzieren kann. Viele zitieren, um diese "mit Nazi spricht man nicht" Haltung zu verteidigen, Karl Popper mit seinem Toleranzparadoxon, wo er aber auch sagt, dass es keine Unterdrückung von Meinungen braucht, solange sich die Seite noch auf einen rationalen Diskurs einlässt. Somit trifft Karl Poppers Zitat eher auf die toleranten Linken zu, die sich auf keine Diskussion einlassen wollen. Einige Leute wollten mir auch versuchen klarzumachen, dass ich Unrecht habe, indem sie mich auf den neuesten Instagram-Post von Emilia verwiesen, indem sie sagt, dass sie es langsam leid ist, den Leuten zu erklären, dass es Diskriminierungen und Unterdrückungen gibt. Dass es solche Sachen gibt, hat keiner in der Diskussion abgestritten. Die Konfliktpunkte waren hier andere. Dann behauptet sie, dass die ganze 13-Fragen-Show keine Diskussion war, sondern ein Fall von Gaslighting. Ja, Gaslighting. Die Identitätspolitik-Fanatiker scheinen es in letzter Zeit zu lieben, dieses Wort falsch zu verwenden. Gaslighting ist eine krasse psychische Manipulationstaktik, um Menschen dazu zu bringen, dass sie denken, dass sie verrückt sind. Das sind Fälle gemeint, wo beispielsweise Psychopathen in einer Beziehung über Jahre hinweg unterschwellige Manipulationstricks anwenden, um Leute an ihrem Verstand zweifeln zu lassen. So eine Diskussion hat nichts mit Gaslighting zu tun. Aus einer hitzigen Diskussion wird eine gezielte Manipulation, die einem einreden soll, dass man verrückt wird. Aus einem AfDler wird ein Nazi, der einen Tod sehen will. Aus jeder Ungleichheit wird eine Unterdrückung. Aus einer Frage nach der Herkunft, aus einem süßen Faschingskostüm wird ein rassistischer Akt. Erkennt ihr ein Pattern? Ja, aus meiner Sicht kann man sagen, dass linke Leute, die sich zu sehr auf Identitätspolitik versteifen, wirklich ähnliche Dinge herbeizaubern wie die Rechten, und zwar eine Art Trennung der Geschlechter und Ethnien. Und daher zeige ich nun einen geilen Sketch, der das ganz witzig darstellt. When me and Brad first met, I didn't think we'd get along, but turns out we kind of agree on everything. Your racial identity is the most important thing. Everything should be looked at through the lens of race. Jinx, you owe me a Coke. Damn. We both have a lot of opinions about people of color, even though we barely know any. I say colored people, but as long as we're classifying them, we both think minorities are a united group who think the same and act the same. And vote the same. You don't want to lose your black card. Sorry, I don't know. I just think we should roll back discrimination law so we can hire based on race again. Jinx, now you owe me a Coke. Hey, tell them what you told me yesterday. White actors should only do voices for white cartoon characters. Been saying that for years. Stick to your own. Us white people, we have so much privilege. I agree. It is a privilege to be white. Ask him about interracial dating. All I said is that black men who date white women have internalized racism, and white men that date ethnic women are fetishizing them. Guy's against interracial dating now. Like, am I being pranked? Did Boomer put you up to this? Ugh, you know that taco place is white-owned? White people should be making white foods, like Kraft macaroni and cheese, no seasoning, not even salt. It's like he's a mind reader. I mean, I've been pushing for segregation forever, and my man does what? I created an improv comedy show exclusively for ethnic people. Guy segregates comedy on my birthday. White people need to stop wearing dreadlocks, and they need to stop appropriating black people's music. Shaved heads and country music, the way God intended. You know all white people are racist. I'm listening. Even if you have a black wife or a black friend group, you're still really racist. You know, we just kicked a guy out of the organization for having a black girlfriend, but if you can promise me he's still really racist, we'll consider letting him back in. Black people should only shop at black businesses.
I guess the only thing we really disagree about is I think white people are the root of all evil. But what did I tell you, though? If we can narrow that down to a certain group of tiny-hatted white people, I think we can come to an understanding. Technically, I don't consider Jewish people white. Neither do I. Und sorry, ich musste für dieses Video etwas verallgemeinern. Nicht alle Identitätspolitik-Befürworter haben die gleichen Ansichten. Besonders Malcolm war in der Diskussion sehr reflektiert und war sich der problematischen Seite der Identitätspolitik sehr bewusst. Wenn ihr solche Talks feiert, unterstützt es doch gerne, indem ihr euch Kleidung oder coole Laserprojektoren im Open Mind Shop gönnt oder Nahrungsergänzungsmittel auf supplements.de. Und auf meinem Kabal Open Mind Trompete habe ich auch eine Reaction zu der 13-Fragen-Diskussion, wo ich noch mehr zu dem Thema analysiere. Abonniert meine Kabäle, auf Wiederhören!